Dynamik in den Städten, Stillstand auf den Straßen. Im städtischen Raum bestimmen Kreuzungen den Verkehrsfluss, besonders dann, wenn Ampeln die Interaktion der Fahrzeuge regeln. Dabei kommen vorwiegend zwei Methoden zum Einsatz, die Festzeitsteuerung sowie die verkehrsabhängige Steuerung. In der Regel ist eine verkehrsabhängige Steuerung sinnvoll, bei der die einzelnen Verkehrsströme je nach Bedarf bedient werden. Hier bestimmt die Nachfrage das Angebot. Doch ist die Nachfrage zu groß, wird die verkehrsabhängige Steuerung ihr nicht mehr gerecht. Dann gewinnt die Festzeitsteuerung an Attraktivität. Sie folgt einem bestimmten Zeitplan für die Umlaufzeiten, der fest programmiert ist und den es zu optimieren gilt. Dafür hat PTV die innovative RIO-Methode entwickelt. RIO steht für Road Intersection Optimization und funktioniert sowohl für den motorisierten Individualverkehr als auch für Bussysteme wie Bus Rapid Transit. Die Methode baut auf einem nachfragebasierten Verkehrsmodell auf und hat die Quellzielströme im Fokus. Für diese stellt der Verkehrsingenieur einen gewünschten Level of Service her. Die RIO-Methode berechnet die sich einstellende Verteilung der Verkehrsströme im Netz zu einer vorgegebenen Ampelsteuerung und optimiert die Ampelschaltung dann iterativ. Die Optimierung selbst erfolgt in drei Schritten. Zuerst wird an einem einzelnen Verkehrsknoten die Grünzeit optimiert, anschließend die Umlaufzeit und in einem dritten Schritt die Versatzzeit berechnet. Hierdurch kann sich die Verteilung der Verkehrsströme verändern. Durch Iteration wird ein nutzeroptimales Gleichgewicht mit einer Ampelsteuerung berechnet, das zu einem stabilen Verkehrsfluss führt. Bei der Grünzeitoptimierung wird die maximale Auslastung minimiert. So werden die Grünzeiten gemäß der Nachfrage fair verteilt. Das Verkehrsaufkommen ist über den Tag gesehen nicht immer konstant. Um einen guten Verkehrsfluss zu erzeugen, müssen dementsprechend auch die Umlaufzeiten variieren. Die Optimierung von Grün- und Umlaufzeit betrifft die einzelnen Knotenpunkte. Das führt zu individuellen, unkoordinierten Signalsteuerungen. Daher müssen nun die benachbarten Knoten miteinander in Einklang gebracht werden und die Versatzzeiten zwischen den Signalzeiten, also die Grün- und Rotphasen der benachbarten Knoten, optimiert werden. So lassen sich die Ampelsteuerung für eine einzelne Kreuzung, eine Sequenz von Kreuzungen oder aber das ganze Netz einer kompletten Stadt optimieren und grüne Wellen erzeugen.